Also ich will ja nichts sagen, aber das hier schaut nicht so gut aus, oder? Hallihallo, Löchen, und willkommen zurück zu Subnautica, oder wie ich es so schön nenne, der mit dem mörderischen U-Boot tanzt. Wieso hast du da gerade... Wieso sehe ich dich so nicht? Da, diese Anzeige, wo mein kleiner... Oh Mann. MD... Night Time Abroad. Schön, es wird also gleich Nacht. Nein, ich wollte dich nicht schlagen. Bitte. Ich bin noch ganz brav. Food, Water, haben wir jetzt irgendwas noch Interessantes dabei? Lithium. Nein. Mann, wieso kriege ich jetzt immer das Falsche? Gab's nicht auch von, wie hieß denn die Band? Mann, das muss ich doch wissen. Genau, Evanescence, ein Lied namens Lithium. Ich habe komplett vergessen nachzuschauen, was ich jetzt eigentlich brauche. Genau. So, ich wollte das Ganze hier mal eigentlich besser machen und zwar... Au! Schauen wir mal kurz zurück. Und zwar ein bisschen zusammenschneiden. Das Problem ist nur, da ich jetzt momentan ja meine Abschlussprüfungen schreibe die Woche, nein, nicht dagegen crashen. Gegen crashen ist Aua. Habe ich dafür jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich die Zeit. Also entschuldigt das bitte. So. Wieso habe ich hier eigentlich... Hä? Tank. Ja. Ah. Hilfe. Irgendwas stimmt, glaube ich, nicht mit meiner Sauerstoffanzeige. Bei 57. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die runtergeht. Nicht, dass ich dann irgendwann einfach mal ohne Sauerstoff dastehe. Das wäre ziemlich doof. Wasser brauche ich eh. Jo. Schauen wir einfach mal, wie es wird. Ja, ich weiß doch. Gefiltertes Wasser. Ja, dann haben wir jetzt auch, ja auch wieder was zu essen. Und wieso seid ihr hier eigentlich in der oder aus der Leiste verschwunden? Hä? Also, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Würde ich jetzt mal behaupten. Da ist eh nichts drin. So. 3 auf 3 ist mein Messer. Schön, dass ich das hier unten so toll sehe. Irgendwas stimmt mit dem Spielstand überhaupt nicht. Das finde ich schade. Ich will nicht wieder von vorne anfangen. Nee, wir machen den hier jetzt einfach weiter. Airblader. Ich habe immer noch keine Ahnung, was du machst. So. Wir wollten auf jeden Fall mal schauen. Und zwar nach den Cyclops. Plasteel Ingots 5. Ich glaube, davon brauchten wir noch einige. Schauen wir mal. Ja, 2 haben wir hier. Dann Advanced Wiring und Enameled Glass. Glass, Quartz. Ich brauche Advanced Wiring und Enameled Glass. Was brauche ich denn für das Glas? Enamel und... Ja, okay. Und Advanced Wiring Kit. Das war wieder das Gold, was ich noch nicht gefunden habe. Das sollte aber eigentlich hier bei den normalen Dingern mit dabei sein. Seamoth. Ja. So, und wenn mich nicht alles täuscht, dann weiß ich jetzt... auch wie ich an die anderen Dinge hier rankomme, und zwar an diese Nemels. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Tut mir leid. Da geht's hoch.
zwar gibt es da spezielle Pilzchen, die man sich da irgendwie abhacken muss. Ich glaube, das waren sogar ihr, oder? Wart ihr das? Ihr seid nur die Fragmente hier. Aber aus euch kann man, glaube ich, auch irgendwas machen. Aus dem Opal-Gem. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass der Spielstand so ziemlich im Eimer ist. Wir schauen jetzt einfach mal. Vielleicht müssen wir auch einfach nur sterben, damit alles wieder in Ordnung ist. Wäre jetzt zwar nicht so schön, aber... 30 seconds of oxygen remaining. Ja, komm. Gehen wir mal kurz dahin und sterben. Crash Metal. Nee, Crash Meal. So, haben wir dich rausgelöst. Ja, jetzt sind wir gestorben und es hat uns nichts gebracht. Überhaupt nichts. Wir haben nur ein paar Sachen verloren. Mann! Jetzt bin ich schon extra gestorben und... Na, hier die Poweranzeige wird mir auch nicht mehr genau gezeigt. Irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Das finde ich sehr schade. Naja, schauen wir einfach mal. Simos, wo habe ich denn dich jetzt geparkt? Da vorne. So, ich will aber noch kurz schauen, was ich aus euch machen kann. Bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob das wirklich ihr wart, die ich gebraucht habe, oder ob das noch andere Dinge davon gab. So, Coral Tube. So, schauen wir doch einfach mal, was wir damit jetzt machen können. Essen? Nein. Airsack? Nein. Materials, Titanium wegen Scrap Metal. Okay, das brauchen wir. So, und dann. Nichts. Bleach können wir herstellen. Hiervon irgendwas, ja, Pipes, aber die sind nicht wirklich das, was ich gerade brauche. Und auch nicht wirklich das, wonach ich gesucht habe. Nein. Nichts da drin. Nichts. Dann schmeißen wir die Dinge hier einfach mal wieder raus. Hilfe. Aua. Hilfe. Hilfe. Also ich will hier nichts sagen, aber das hier schaut nicht so gut aus, oder? Das wollte ich nicht. Ja, der Spielstand ist eh schon ein bisschen im Eimer. Dann lassen wir dich einfach mal so. Oh Mann. Ja, so sollte das eigentlich nicht sein. Also behaupte ich jetzt einfach mal. So, Simos. Ich muss irgendwann mal anfangen, den Spielstand neu zu machen. Aber das werde ich dann wahrscheinlich offscreen so weit machen, bis wir an dem Punkt sind, wo wir jetzt auch sind. Da ich keine Ahnung habe, wie viel wir momentan haben an Essen, nehme ich mir jetzt hier einfach mal die Glühwein mit. Getrunken haben wir ja vorhin eigentlich schon. Ist hier unten eigentlich noch irgendwas Interessantes? Nein. Man sieht hier auch kaum irgendwas. Also man sieht schon genug, aber man sieht hier nicht, ob hier im Gras irgendwas liegt, was man vielleicht gebrauchen könnte. Simos!
So, und ich habe auch gesehen, es war ein Update. Nicht allzu große, aber ich glaube mehrere kleinere. Die werden dann wahrscheinlich auch dafür verantwortlich sein, dass das Ganze jetzt nicht so... Oh, Scrap Metal. Nicht so, ja, wie soll ich sagen, gespeichert hat, wie ich das eigentlich wollte. Wieso? Ich habe dir doch nichts getan, oder? Aua. Ah, ist nochmal Scrap Metal. Jo, und schnell wieder zurück. So, vielleicht wird es ja auch in einem späteren Update dann wieder behoben, dieses Problemchen. Ich weiß auch nicht, ob ich der Einzige bin mit dem Problem. Da war was, das habe ich gesehen. Silber! Zum ersten Mal, dass wir Silber gefunden haben, sollten wir uns die Stelle hier noch ein bisschen genauer anschauen, würde ich sagen. Wahrscheinlich habe ich schon wieder 5 von den Dingern übersehen. Da ist auf jeden Fall eins. Aber ich habe keine Ahnung, ob du Silber, Kupfer oder Gold bist. Titanium. Genau. Das eine, was ich nicht gesagt habe, bist du natürlich. Ist in der Höhle vielleicht noch irgendwo was? Ja, Quarz. Wieso wird es hier auf einmal so dunkel? Fällt mir irgendwie nicht. Ah! Hilfe! Warning, 30 seconds of ja, ich habe gerade andere Probleme. Vorne sind 2, ich will aber dem Stalker ein bisschen entkommen. Lieber Stalker, braver Stalker, geh ganz weit weg. Kümmere dich nicht um mich, ich bin gar nicht da. Ich mache überhaupt nichts, ich bin auch schon wieder weg. Ist hier noch irgendwas? Mag zwar vielleicht jetzt ein bisschen komisch sein, dass ich den Spielstand trotzdem weiterspiele, obwohl hier das Ganze nicht so funktioniert. Kupfer, schade, ich habe gedacht, das wäre Gold. Wie das eigentlich sein sollte, aber ich habe, wie gesagt, durch die Prüfungen jetzt momentan nicht wirklich Zeit, da jetzt nochmal von vorne anzufangen und das Ganze bis zu dem Zeitpunkt hier jetzt wieder durchzuspielen, kurz. Deswegen tut mir leid, muss ich sagen. Schön. Habe ich euch gekillt? Habe ich dich gekillt? Ich sehe dich nicht. Oh. Hier drinnen gibt's Erze ohne Ende. Titanium, es muss doch irgendwo Kupfer sein. Kupfer, genau. Nicht Kupfer, Gold. Wahrscheinlich ist aber das nicht in so einem Limestone-Chunk drinnen, sondern die Dinger heißen anders. Und ich habe vergessen drauf zu schauen, wie das jetzt beim Silber hieß. Kupfer brauche ich nicht. Lieber das Titan. Ja, ich gehe doch schon wieder zurück. Jetzt beruhig dich doch mal. So, wir müssen jetzt auch wieder nach unserem kleinen Unfall hier Ausschau halten. Ah, da vorne ist der Unfall. Bist du wirklich so nah beim Schiff? Da bin ich einfach nur so weit weg vom Schiff. Nee, ich glaube, ich war einfach nur so weit weg. Oh, es schwebt wieder. Es ist wieder an der Oberfläche. Oh, das sah irgendwie cool aus, muss ich gestehen. Jo, dann schauen wir doch mal endlich rein. Habe ich dich jetzt verbuggt? Ich hoffe nicht. Hilfe.
Ist das Ding gerade mit Wasser vollgelaufen? Das macht mir irgendwie Angst. Auf jeden Fall sind die Dinge, die wir hier hingelegt haben, wieder weg. Titanium. Titanium. Und wer hätte es gedacht? Titanium. Kann ich nochmal? Nein, schade. So, dafür brauche ich die Ingots. Das heißt, Titanium-Ingots. Kriege ich noch eins raus? Nein, natürlich nicht. Blei könnte ich mir auch herstellen. Brauche ich jetzt aber weniger. Schauen wir mal, was wir jetzt da noch alles haben. Wir haben Kupfer und Titan. Aber nicht mehr so viel Titan. Habe ich jetzt hier noch eins. Das sind vier, das sind acht, neun. Wir brauchen nur noch das eine Titan, um wieder dieses Ingot herzustellen. Ist dann hier noch das Lithium, was wir brauchen? Ja. Ja. Eigentlich brauche ich zwei davon. Mann. So, den hier. Und dann den hier. Den ganzen zweimal, weil wir ihn zweimal bauen können. Das ist nicht toll. Ja, ich weiß. So, jetzt haben wir von diesen Plasteel-Ingots insgesamt 4 von 5. Das heißt, das eine Lithium, das wir hier noch haben, das passt. Quartz können wir hier mal rein. Kupfer, ich habe hier zu wenig Platz. Acid Mushrooms, da können wir mal ein paar essen davon. Die geben wenigstens Essen zurück. Zwar nicht so viel, aber wir haben ja unter uns noch genügend von den Dingern. So, Silber haben wir jetzt bekommen. Wir brauchen aber Gold. Oder wir brauchen nicht das... Wir brauchen das Advanced Wiring Kit, oder? Ja. Advanced Wiring Kit und Enameled Glass. Ja, war wahrscheinlich das, wo wir den, genau den, das Silber gefunden haben. Nicht mal so schlecht, aber anstatt Silber hätte es Gold sein müssen. Schauen wir doch einfach mal wieder in diese Richtung. Die Energie kommt mir irgendwie vor, als wenn die jetzt länger hält bei dem Seamoth. Was ich schon mal sehr, sehr schön finde. Ich sehe nur blau. Und ein paar Creepvines. Blau und Creepvines, ist es nicht schön? So, ich glaube, da unten haben wir das Silber gefunden. Hier ist nochmal sowas. Bist du dasselbe? Sandstone Chunk. Gold! Ja, es ist also das Sandstone Chunk, in dem die Dinger drinnen sind, die wir brauchen. Das andere ist Limestone Chunk. Kommt mir aber auch so vor, als wenn hier ein bisschen weniger von dem ganzen Zeug wäre. Hier sind Pilzchen an der Seite. Kann ich euch für irgendwas gebrauchen? Nein. Es gibt hier ziemlich wenig. Spadelfisch. Los, Sandstone Chunk. Ah, da war der Boden sehr nahe. Muss doch irgendwo der Sandstone Chunk sein, oder? Ich komme immer noch nicht so gut mit der Steuerung von dem Seamoth zurecht. Sah das nur so aus, oder war das wirklich... Das sah nur so aus. Gibt's doch nicht. Ich will doch einfach nur... U-Boot? Ah, da. Ich will doch einfach nur noch ein Gold haben. Ein Gold, komm, komm, bitte, ein Gold noch. Hm? Ist doch nicht so schwer, oder? Ich glaube, da unten war was. Nein, das sah auch wieder nur so aus. Mann, ich sollte mir eine Brille aufsetzen.
Nee, die schauen genauso wie diese Stelle, wo jetzt mein CMOS gerade drauf zeigt. Das schaut so aus, als wäre da was wäre, aber es ist nur Sand. Hinten Stalker. Stalker ungünstig. Stalker, aua, da war was. Dich habe ich genau gesehen. Silber, natürlich. Ich brauche nur noch ein Gold und du gibst mir natürlich Silber. Hinten ist auch noch einer. Und wieder Silber. Großartig. Hallo, lieber Stalker. Nee, du bist gar kein Stalker, aber ich glaube, du bist auch nicht so lieb. Au. Kann ich euch aufreißen? Nein. Hilfe. Böses Viech. Was hast du jetzt davon? Ich glaube, das hat ihn nicht so sonderlich beeindruckt. Terraformer. Das war knapp. Ah, ich will doch nur... Gold. Und ab. Und ab. Wo ist meine Basis? Wo ist meine Basis? Basis? Da drüben. Tut mir leid, falls die ein bisschen ruckelig ist, wenn ich versuche zu steuern. Es ist auch hier beim Spiel ruckelig. Aber nicht wegen der Grafik oder sowas, sondern wegen dem Steuern allgemein. So, man kann ja das Ganze auch mit der Oculus Rift spielen. Das wäre auch irgendwann mal schön. Falls ich irgendwann mal eine Oculus Rift besitzen sollte, dann werde ich damit das Spiel gerne mal machen. So, Computerchip habe ich mir eigentlich schon eins gebaut. Eins, genau. Eins Computerchip. Einen. Ich Deutsch gut. Ich will die nicht zumachen, ich will da rein. Also nicht rein klettern, aber ich will das hier da haben. Genau. Jetzt müssten wir unser Advanced Wiring Kit fertigstellen können. Ja, Advanced Wiring Kit. Oh, ist das schön. Braucht auch nicht mal so viel Platz. Das heißt, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt für den Cyclops, ist ein Plastilingot und dieses Enameled Glass. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Und bis dahin, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Ich stelle mich jetzt hier drauf und tschüss.